So, wir sind heute im schönen Kaub am Rhein und da begeben wir uns auf Fledermausjagd. Wir jagen sie nicht, sondern wir schauen sie uns mal an und zwar in den Stollen hier in den Bergen, wo sie hängen und wo sie ganz besonders geschützt und gesichert werden. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in die Anlage und gucken mal. Das ist der eigentliche Verschluss, der jetzt von Mittel der SGD Nord gebaut wurde. Und der ist relativ massiv, schwer zu öffnen. Da können die Fledermäuse halt auch dann ein- und ausfliegen durch den Schlitz. Und wenn jetzt Tiere noch drin sind, was ich vermute, dann sollten wir nicht so viel reden, also nicht so laut sein. Lieber uns die Tiere angucken. Der Stollen wurde halt aufgebrochen. Der Verschluss war zu schwach und er wurde dann aufgebrochen und die Fledermäuse wurden gestört. Außerdem ist es ein Gefahrenpotenzial für Leute, die da reingehen. Es gibt Schächte, die sehr gefährlich sind und deshalb muss der Stollen eigentlich verschlossen werden. Das war der Grund. Das ist ein Sammeln jetzt nochmal vorm Ausfliegen, weil sie ja, die Weibchen fliegen ja auch dann gemeinsam relativ schnell in die Wochenstuben. Da hängen dann so 2000 Weibchen oder 3000 Weibchen auch auf einer Gruppe manchmal. Hm. Sehen auch, dass die schon hochmobil sind. Ne? Die fliegen auch nachts. In die nächste Nacht fliegen sie vielleicht auch mal testweise raus. Wie viele Fledermäuse schätzen Sie, sind hier insgesamt drin? Also, wenn man die Zahlen genau kennen wir ja nicht, aber wenn man das hochrechnet, dürften hier 2.000 bis 4.000 Fledermäuse drin sein, wenn man die Zahlen hochrechnet mit dem 10-fachen Faktor. Von wann bis wann sind die etwa hier drin? Die nach Witterung können die schon im November hier drin sein, wenn es kalt ist, also Ende Oktober, November. Und die können bis weit in den April rein, wenn Frostnächte noch sind, auch in der Anlage sein. Hier in dem Stollen haben wir 8 Arten bisher nachgewiesen, aber die größte Zahl sind Mausohren, große Mausohren. Wie schaffen die es eigentlich, dass sie sich so festhalten können wie Cliffhanger quasi? Die haben also die Beinchen, die sieht man ja hin mit 5 Zehen und suchen sich dann so einen kleinen Vorsprung. Ja, da hängen sie sich dann hin, machen die Flughäute zusammen, Kopf über und schlafen ein. So ist das Prinzip. Wir haben die 5.500 gerne ausgegeben, weil es ist ja ein bedeutendes Fledermausvorkommen. Es geht darum, hier den unerlaubten Zutritt zu verhindern. Deshalb mussten wir eine besonders feste und stabile Tür hier einbauen. Und ich denke, wir haben uns überzeugen können, dass es eine sinnvolle Maßnahme ist.